Tom Vlaschia, bekannt aus der Superserie Game of Thrones, wusste schon früh, dass er Schauspieler werden wollte. Damals, zu DDR-Zeiten, war der gebürtige Sachse mit diesem Wunsch der Einzige in seiner Klasse und musste deshalb mit dem Spott seiner Mitschüler leben. Hätte es damals schon so etwas wie das Jugendfilmcamp Arendsee gegeben, hätte er sich sofort dort angemeldet. Das ist einer der Gründe, warum er das Jugendfilmcamp besucht. Ich glaube, das ist eine ziemlich einmalige Geschichte. Und ich hätte mir sehr gewünscht, früher, als ich 15, 16 war und zum ersten Mal die Idee hatte, Schauspieler zu werden, dass es da sowas gegeben hätte. Der Initiator und Leiter des Jugendfilmcamps, Norman Schenk, hat ihn eingeladen. Die beiden haben sich auf der Schauspielschule in Leipzig kennengelernt und sind seitdem Freunde. Und überhaupt ist der Besuch hier in der Altmark wie ein Klassentreffen. Auch ihr ehemaliger Schauspiellehrer ist hier und leitet im Camp, wie sollte es auch anders sein, die Schauspielgruppe. Erinnerungen werden wach. So lief das auch ab vor 25 Jahren. Hat sich nichts geändert? Hat sich nichts geändert, nö. Es geht ja auch immer ums Gleiche. Der Schauspieler hat schon fast überall auf der Welt gedreht. Hinzu kommt, dass er 5 Sprachen spricht. Vor allem die Figur des Gesichtslosen, die er in Game of Thrones spielt, hat ihn weltbekannt gemacht. Nee, ist eine coole Rolle, weil die halt ein Geheimnis hat. Das ist immer gut. Ich meine, wann kriegt man schon mal die Möglichkeit, einen Auftragskiller zu spielen, der gleichzeitig ein Sympathieträger ist. Also das passiert auch nicht so oft. Der Filmstar hat es den Jugendlichen, die hier ihre Ferien im Filmcamp verbringen, um das Metier besser kennenzulernen, leicht gemacht, mit ihm in Kontakt zu kommen. Also er ist halt hier angekommen und meinte so erstmal, ja, ich bin der Tom. So. Und hat sich jetzt halt wirklich nicht so aufgeführt, als wäre er durch Game of Thrones so unantastbar geworden. So. Der will hier nicht mit Samthandschuhen angefasst werden, also bodenständiger Typ. 2 Tage hat Tom Vlaschia in Arendsee in der Altmark verbracht, um das Projekt kennenzulernen. Ich finde das eine ganz tolle Atmosphäre und wir müssen jetzt mal gucken, wie ich dabei helfen kann. Und ich kann mir natürlich durchaus vorstellen, da wiederzukommen. Das Jugendfilmcamp Arendsee, schon jetzt eine Erfolgsgeschichte. Mit Hilfe von Tom Vlaschia könnte diese noch größer werden.